FCM Fan Session wird präsentiert vom Sportiv Fitness Club aus Seehausen in der Börde. Dein Club mit Personal Training, Elektromuskelstimulationstraining, kurz EMS, verschiedenen Kursen wie Zumba, Indoor Cycling und Buddy, Reha Training und Wellnessbereich mit Solarium und Sauna. Wir waren und sind ewig groß, du bist nie alleine, deine Fans sind die Besten, auf immer nur deine. Verlass dich auf uns, wir sind dein starkes Herr, was auch immer du machst, wir lieben dich so sehr, wir sind blau-weiß. Wir sind blau-weiß. Ohne Hertel habt ihr keine Chance. Was für eine Hommage an unseren Meistertrainer Jens Hertel und was für eine Pein für FC Hansa Rostock, die auch Hertel gehen lassen haben. In diesem Sinne kann ich nur sagen, blau-weiße Fußballmacht. Welche Zeit ist es? Ganz genau. Es ist wieder Zeit für den ersten FC Magdeburg. Heute begrüße ich euch live aus dem Studio hier in Seehausen. Und wie ihr seht, bin ich gerade am Laufen. Für uns läuft es auch richtig gut. Ich habe gestern gehört, dass Barış Atik verlängert hat und das freut mich richtig. Ich finde, der Junge ist super gut, der passt zu unserem Team, der hat uns schon so viel weitergebracht. Wie findet ihr das denn? Absolut geil. Es war ein richtiges Highlight, ich war auf Arbeit. Absolut geil, wir haben uns alle gefreut auf Arbeit. Einmal frei, top, finde ich gut. Hab nichts anderes erwartet. Also er fühlt sich, glaube ich, wohl hier. Er weiß, was er am Verein hat, was die Fans auch ermöglichen können. Und ich glaube, als Spieler tut man sich nicht ganz so schwer, wenn man halt seinen Vertrag beim 1. FC Magdeburg verlängert. Finde ich gut, aber ich finde es auch gut, dass Ito auch gesagt hat, er möchte nach Magdeburg wieder zurückkommen. Ich habe mich gefreut, dass ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Richtig, ja. Wichtig für unsere Mannschaft. Ja. Barış Atik hat die Woche verlängert. Wie war deine Reaktion? Barış Atik, bester Mann, wir lieben ihn alle. Und ich bin froh, dass er verlängert hat. Einmal blau ist immer blau. Das gute Omen von heute, immer wenn er Marius trifft, gewinnen wir, stimmt's? Jawohl, 100%. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich den Flo von Megamalle hier gefunden. Hallo, lass ihn. Ja? Wie gehst du so ran an die Megamalle-Party eigentlich? Ah, die Megamalle-Party, da sind wir natürlich alle völlig gespannt, weil es ist einfach auch für unsere Region bzw. ganz Ostdeutschland die einzige Veranstaltung, die in der Größe momentan aufgezogen sind. Vorverkaufszahlen sind gut. Wollte ich gerade fragen, wie läuft der Vorverkauf? Sind wir super zufrieden, aber ist natürlich eine Spannung da, weil ist ja doch noch ein bisschen hin. Kann noch viel passieren bis dahin. Weil du das Wort Spannung gerade im Mund genommen hast, mit welcher Brisanz gehst du an Ostderbys ran, so wie heute hier? Also heute natürlich gegen Rostock ist ein mega Spiel. Also wir sind gespannt, was passiert, gerade durch den neuen Trainer, der jetzt auch wieder bei Rostock ist. Oder jetzt bei Rostock ist. Gucken, was passiert. Als Fans volle Wucht nach vorne, die Mannschaft vorpeitschen, mitsingen und alles raushauen. Nicht, dass wir wieder irgendwelche Schützenhilfe machen, also das will ich heute nicht hoffen. Ja. Ich meine, wir sind ja auch ein bisschen ersatzgeschwächt und Rostock genauso, neuer Trainer, alles drum und dran. Das sind alles Sachen, die man vielleicht mit begutachten sollte, aber ich hoffe, dass wir aus dem Keller rauskommen und 31 Punkte haben nachher. Na, das wird auf jeden Fall ein kampfbetontes Spiel werden und hoffentlich zu unseren Gunsten ausgehen. Ostderby ist natürlich immer Prestige und zur anderen Seite natürlich auch, wenn man die Tabellensituation sieht, ist ein enorm wichtiges Spiel. Natürlich für uns auch, aber genauso auch für Hansa. Und ist natürlich für uns ein bisschen schwierig einzuschätzen jetzt nach dem Trainerwechsel von Rostock. Da weiß man natürlich nicht so richtig, wie es rangehen. Aber ich denke mal, wir werden versuchen, unser Spiel durchzudrücken und dann die drei Punkte, die wichtigen drei Punkte gegen Rostock mitzunehmen. Ich bin total aufgeregt, seit gestern schon, konnte kaum schlafen. Echt? Also, ja. Ich freue mich total auf das Spiel. Du bist aber spät aufgeregt geworden, ne? Das Spiel steht ja schon ein bisschen länger fest, nicht erst seit gestern. Das stimmt, aber ja, stimmt. Ich habe ja auch noch andere Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss. FCM Fan Session wird präsentiert vom Sportiv Fitness Club aus Seehausen in der Börde. Und unser Trainer hatte gestern Geburtstag. Happy Birthday nachträglich, Herr Tietz. Ich hoffe, dass das Spiel dementsprechend heute auch aufhält, dass du noch ein eigenes Geburtstagsgeschenk für dich machen kannst. Ja, ein Jahr älter. Ich hoffe, er bleibt noch ein bisschen. Hi Christian, dass ich ein großer Fan bin, das weißt du. Ich wünsche dir noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag, nur das Beste. Und gerade für heute, für das schöne Ostderby, wünsche ich dir noch eine Menge Kraft und dass wir hier gewinnen. Für unseren Club, für unseren Verein. Christian Dietz hatte gestern Geburtstag. Warst du mit dabei? Nein, leider nicht. Wäre ich gerne.
Welche Grüße an unseren Trainer? Ja, er soll das richten heute. Und dann kann er wieder sein Weinchen trinken. Ich dachte mal so alles Gute nachträglich, wie sich das hier hört von der Höflichkeit her. Natürlich. Herzliche Glückwünsche nachträglich, lieber Christian. Christian, ich wünsche dir noch nachträglich alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns am 1. Mai in der wunderschönen Bördestadt Wandsleben, wo ein Benefizlauf ist für die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung und die Rheuma Kinder e.V., was du ja immer so stark unterstützt. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Alles Gute. Und 3 Punkte heute. Vom Fotostudio aus Wandsleben, Mirko Senz. Ciao. FCM Fan Session wird präsentiert vom Sportiv Fitness Club aus Seehausen in der Börde. Dein Club mit Personal Training, Elektromuskelstimulationstraining, kurz EMS, verschiedenen Kursen wie Zumba, Indoor Cycling und Buddy, Reha Training und Wellnessbereich mit Solarium und Sauna.